Guten Tag, liebe Kalla. Mein Name ist Tom für die Stiftung für aktives Kommunalwesen. Wir sind ja hier rund um Karl Pechter, der Oft, für einige Kilometer. Hier sind wir natürlich nicht in unserem Bereich, sondern viele von uns haben uns. Wir sind fast schon Ortseingang Maul, also sogar aus der Gemeinde Karl raus. Genau gesagt, wir stehen hier in der Pacht unseres Pachtnachbarn, den wir natürlich gut kennen, mit dem wir zusammenarbeiten. Man kennt sich, man hilft sich. Befreundete Spaziergänger haben uns gestern darauf hingewiesen, dass hier jemand eine Staumauer gebaut hat. Und es wurde auch noch davon geredet, dass in dem aufgestauten Bereich da wohl Fische gefüttert wurden. Das war die Vermutung. Mit Genauigkeit lässt sich das nicht sagen. Aber auf alle Fälle, wenn hier in der Gegend Kall an der Oft was passiert, dann kriegen wir das in der Regel ziemlich schnell mit. Und da haben wir gestern noch Rücksprache hier mit dem Pächter gehalten, der natürlich von gar nichts wusste. Und haben mit dem abgesprochen, dass wir zumindest diese Stauung hier wieder ablassen. Wir werden uns das auch gleich ein kleines bisschen genauer angucken. Und dann kann sich jeder seine eigenen Gedanken machen, wer das wohl war, wozu das wohl aufgebaut wurde. Weil eins kann ich euch schon mal sagen, das hat Stunden gedauert, das aufzubauen. Da hat sich irgendjemand richtig Mühe gegeben. Ja, also gesagt, getan, haben wir uns einen Klappspaten mitgebracht, der uns ein kleines bisschen helfen soll. Und dann machen wir uns hier mal an die Arbeit, werden die diesen aufgestauten Bereich da wieder ablassen, werden die Steine hier ein bisschen verstreuen. Hier ist natürlich auch so ein kleiner Überweg, aber ihr seht ja schon, und wir gehen das Ganze auch gleich ein bisschen ab. Na, hier hat sich jemand richtig Mühe gegeben, richtig viele Steine zusammengesucht. Genug gequatscht, ab an die Arbeit. So, schaut doch mal, so sieht das Ganze aus, wenn man ein kleines bisschen näher kommt. Also ihr seht, das ist keine einfache Steinreihe. Hier hat jemand stundenlang Steine geschleppt. Na, und wenn man die Klamotte hier mal so sieht, die hat nicht gleich hier gelegen, die hat irgendjemand von da hinten hierher getragen. Na, das hat schon Ziel. Und ihr seht es ja auch schon, hier geht es ja nicht relativ flach drüber. Ne? Wir haben eine Wasserspiegelsteigerung von da nach da oder von da nach da von 30, 40 cm. Ist also richtig ein Becken aufgestaut. Hier ist es natürlich traditionell auch ein kleines bisschen tiefer, aber wir haben gerade auch eine Flachwasserzeit, ja, wo das Wasser nicht besonders hoch stehen sollte. Wenn man hier schaut, ist natürlich eine zauberhafte kleine Idee für ein Biotop. Ja, aber wenn man sich das hier mal anschaut, hier haben es sämtliche Fische einfach nahezu unmöglich, irgendwann mal drüber zu kommen. Und man kann sich sowieso sicher sein, dass das nächste Hochwasser drei Viertel von dieser Anlage einfach wieder unkontrolliert in diese Richtung spült. Und dann bleibt es vielleicht auch auf eine Art und Weise liegen, die man nicht möchte. Wenn wir das also an verschiedenen Stellen mal öffnen und sind dann darauf vorbereitet, dass das Becken dann hier auch teilweise abfließt ein kleines bisschen. Gucken, dass wir das kontrolliert hinkriegen und vorsichtig machen, dass wir hier nichts und niemanden in Gefahr bringen. Aber ne, so viel Wasser ist es auch nicht. Schauen wir doch mal, was hier so passiert. Jetzt kann man natürlich darüber debattieren. Tom, ist das überhaupt deine oder eure Aufgabe? Ja, wisst ihr, gestern habe ich noch mit dem Pächter hier gesprochen. Der ist natürlich hier in einem gewissen Maß auch für Hege und Verwaltung verantwortlich. Der weiß davon gar nichts. Der fand das eine sehr gute Idee, dass ich das hier wieder rückgängig mache. Mit dem habe ich das alles natürlich sauber abgesprochen. Rechtlich ist das okay. Na, ich setze hier keinerlei Maschinen oder Baustoffe oder irgendwas ein, sondern rück eigentlich nur Sachen wieder an die gleiche Stelle, an die sie eigentlich gehören. Sind wir mal ein bisschen vorsichtig dabei. Und die ganz Aufmerksamen unter euch werden ganz bestimmt denken, ja Tom, aber ihr habt doch im letzten Jahr auch so eine große Rausche gebaut, da viel weiter oben. Ja, das haben wir. Das haben wir zur Fischdurchlässigkeit getan und wir haben nicht einfach einen Bereich abgesperrt, sondern wir haben Fischtreppen gebaut. Wir haben das Ganze in ein größeres Renaturierungskonzept eingepasst. Und wenn ihr möchtet, kann ich in nächster Zeit, schreibt es auch mal in die Kommentare, ob euch das interessiert, mal ein kleines Video darüber machen, wie es da jetzt so ein Dreivierteljahr oder Jahr später aussieht. Und ich kann euch sagen, traumhaft. Während hingegen hier ja, einfach abgesperrt wurde, da vielleicht ein minimalster Bereich, wo die tapfersten Forellen hochkommen. Und das natürlich ganz kurz vor der Laichzeit. Einfach eine Blockade im Wasser. Wollen wir nicht. Und da interessiert uns auch nicht nur unser eigener Bereich, unsere eigene Pacht, sondern wir wollen eine tolle Oft, ein tolles System. Ja, das wird natürlich eine ganze Weile dauern, bis das hier abfließt. Öffnen es mal nach und nach an mehreren Stellen.
Tja, und jetzt kann man natürlich unten, wer war das? Wer macht sich diese Arbeit? Waren es spielende Kinder? Na Leute, das müssen ganz schön viele Kinder gewesen sein und die müssen ganz schön fleißig gewesen sein. Das ist auch ein kleines bisschen gefährlich, kann ich euch schon mal sagen. Na, da fällt man auch mal hin. Die ganzen Steine hier, das musste alles von Hand geschleppt werden. Oder hat das jemand gebaut, der hier die Hunde baden lassen wollte? Also wisst ihr, Leute, wir reden hier von einem Staudamm, der insgesamt eine Länge von, ich weiß nicht, 8-9 Metern hat und einen halben Meter hoch ist. Hier hat jemand sehr, sehr viele Steine geschleppt. Ob das ein Hundebesitzer war, der mal mit dem Wauzi planschen gehen wollte, ganz kurz, bevor es kalt wird, weiß nicht. Ich glaube nicht. Dann die dritte Möglichkeit, die so ins Auge springt. Und das korrespondiert ja auch damit, dass wir hier die Info bekommen haben, dass hier irgendwo jemand angefüttert hat, also scheinbar Futter ins Wasser gebracht hat. Hier hat sich jemand, ein Schwarzangler oder mehrere, einen kleinen Bereich aufgestaut, um mal die Forellen abzufischen. Tja, erfahren werden wir es nie. Aber ihr da draußen, wenn ihr das seht, wenn hier rund um Kall irgendwas dann auch passiert, wir haben hier viele Freunde, die haben hier überall die Augen, wir sind überall sofort da. Tja, aber jetzt bauen wir ein bisschen weiter. So, hier muss man natürlich immer ein bisschen vorsichtig sein, denn hier können plötzlich Urgewalten auch entfesselt werden. Dann haut es einen hier um. Also alles ein bisschen gefährlich. Leute, macht das nicht nach. Wenn ihr da was Seltsames an der Oft entdeckt, ja, informiert da die Behörden oder uns. Wir arbeiten hier sehr viel im Bach und wissen dann schon, ob wir das selber machen oder ob wir da einfach die Profis rufen müssen. Arbeiten dann natürlich auch mit dem Bauhof zusammen, der uns im Ernstfall unterstützen könnte, aber ganz ehrlich, na, hier ein paar Steine, das schafft der Thomas selber. Jetzt gilt es als erstes hier mal, die unsachgemäß aufgestaute Stauung langsam abzulassen. Wird natürlich eine ganze Weile dauern. Na, tagelang die Oft in dieses Becken reingeströmt, hat die 30-40 cm höher gehoben. Ihr seht schon, der Wasserspiegel sinkt langsam ein kleines bisschen. So, würde ich also sagen, warten wir erstmal ganz kurz und dann können wir hier weitermachen. Denn es gilt ja auch, das Ganze hier so auseinanderzunehmen, dass nicht einfach morgen jemand wiederkommt und es in 10 Minuten wieder zusammensetzen kann. Das heißt, etliche von den großen Steinen müssen einfach weg. Ja, dann werden wir ein paar kleine Steine einfach in die Strömungswege werfen und die Strömung wird die schon alleine abtransportieren. Hier ist ja auch alles voll. Aber ihr seht schon, ich bin hier schon eine halbe Stunde dran, ne, und wie wenig ich erst geschafft habe. Alles muss natürlich nicht weg, hier lag ja auch vorher ein kleines bisschen was, aber ne, diese Aufstauung, überhaupt nicht cool. Ja gut, Kippenpäuschen. Weiter geht's. Jetzt gilt's natürlich, von diesen Steinen auch einige wirklich aus ihrer Position zu entfernen, wegzuschaffen, um es zu erschweren, das hier einfach mit ein paar Handgriffen wieder herzustellen. Denn der Verdacht liegt ja doch nahe, dass das hier vielleicht potenziell Schwarzangler waren, die sich da im Bereich vorbereitet haben. Und die werden natürlich wiederkommen, entdecken, dass das nicht mehr steht. Hoffe, dass sie vielleicht das Video hier auch zugespielt kriegen. Wer weiß. Also Leute, wir sehen das sofort, wenn ihr hier was macht. Auch wenn ihr bei unseren Nachbarn irgendwas verzappt. Und da werden wir immer sofort dran sein. Lohnt sich die Arbeit nicht? Überlegt euch das mit dem Schwarzangeln einfach nochmal. Ja, liebe Kalle, ihr seht ja schon, einen Haufen anstrengende Arbeit. Also nochmal als Indikator dafür, wie wenig habe ich erst geschafft in der langen Zeit, die ich hier schon Steine hin und her werfe. Das haben nach meiner Meinung nicht etwa spielende Kinder angelegt. Das müssten schon sehr viele Kinder gewesen sein, unter Anleitung von Erwachsenen. Und das hat auch keiner gemacht, um hier mal einen kleinen Badesee anzulegen für die nächsten 2 Wochen, wie es überhaupt noch warm ist. Das hat auch keiner gemacht, um hier ein Hundeplanschbecken anzulegen. Ne? Hier konnten Hunde auch schon vorher planschen. Das war eine Riesenarbeit.
Ich weiß das ganz genau, denn ich habe ähnliche Strukturen, natürlich deutlich qualifizierter als das, hier mit verschiedenen Leuten auch schon mehrfach gebaut. Das ist eine richtige Plackerei, jeder Stein ist hier einzeln per Hand rangetragen, hier abgeladen. Na, hier hat sich jemand richtig Mühe gegeben und wenn sich jemand richtig Mühe gibt, dann hat er da in der Regel auch ein Ziel und will irgendwas für, das macht man nicht einfach so zum Spaß. So, aber wir hoffen natürlich, dass wir mit diesem Ablassen das mögliche Ziel vielleicht auch einfach zunichte machen und dass die Leute einfach wegbleiben. Also lieber Einwohner von Kall und der umliegenden Gemeinde natürlich, wenn ihr selber irgendwas am Bach entdeckt oder an irgendeinem anderen Gewässer, was euch nicht koscher vorkommt, ne, seien das komische Einleitungen oder Wasserentnahmepumpen oder Müll oder dass irgendjemand anfängt, was im Bach zu bauen, das er vielleicht nicht hingehört, was er vielleicht gar nicht darf, dann habt ihr immer die Möglichkeit, euch an den Gewässerunterhälter zu wenden. Das ist in der Regel die Gemeinde oder kriegt das doch einfach mal raus, ne, das kann man googeln. Und dann gibt es natürlich immer noch die Gemeindeverwaltung, ne, mit ihren Organen, die sie dann hat, zum Beispiel den Bauhof. Da kann man einfach mal anrufen, am besten mit einem Standort, ne, den man sich vorher abgespeichert hat. Das geht zum Beispiel bei WhatsApp oder in allen möglichen Messengern geht das ziemlich gut. Und dann kann man einfach mal ansagen, da und da habe ich das und das entdeckt. Und in der Regel kümmern sich die Profis dann darum. Hier in der Gegend Kall ist es gerade so, dass hier die Pächter relativ aktiv sind und relativ gut zusammenarbeiten miteinander. Dass wir auch ein gutes Netzwerk von Leuten haben, die ganz viel am Bach spazieren gehen und sofort anrufen, wenn da irgendwas ist. Ne, wir hoffen natürlich, dass die Leute sich auch mit ihren eigenen Behörden auseinandersetzen. Aber wenn ihr was seht, ne, dann müsst ihr nicht unbedingt selber anfassen. Manchmal ist das auch gar nicht so ratsam, weil das auch ziemlich gefährlich ist. Ne? Holt nicht unbedingt den Kühlschrank raus, wie der Tom das macht. Ich bin einfach oft im Bach, bin das relativ geübt und lebe einfach mit der Gefahr, dass man da auch mal reinfällt oder sich verletzt. Das ist alles Teil meines Auftrags, den ich hier von der Stiftung habe, als Pächter. Auch wenn unser Pachtgebiet natürlich ein kleines bisschen weiter stromaufwärts liegt. Ja, also geht bitte nicht einfach vorbei, wenn ihr was seht. Macht euch einen Standpunkt. Wendet euch an die Behörden, wendet euch an die Pächter, kriegt man meistens ganz einfach im Internet raus, wer da die Ansprechpartner sind. Und dann wird das in aller Regel ziemlich schnell geklärt. Und dann würde ich sagen, weiter geht's. Und wenn ihr da am Bach was seht, was euch komisch vorkommt, na, dann heißt das ja auch nicht gleich, dass das gar nicht sein darf. Ich erinnere mich, der Bernd und ich, wir haben ja im letzten Jahr auch eine große Rausche gebaut, so ein kleines Rauschensystem. Und der ein oder andere, der es gesehen hat, hat vielleicht auch gedacht, oh, dürfen die das überhaupt? Also wisst ihr Leute, wir sind da selber die Pächter. Ja, wir haben da keine baulichen Anlagen errichtet, sondern haben da mit Plan von Biotopverbesserung, mit Bau von Fischtreppen, unter Berücksichtigung der speziellen Gegebenheiten des Gewässers dort vor Ort und dass dort auch wirklich was besser ist hinterher und nicht etwas verschlimmbessert, haben wir was gebaut, was wir danach ein ganzes Jahr lang begleitet haben. Wenn ihr möchtet, schreibt es mal unten in die Kommentare. Dann mache ich mal eine kleine Videodokumentation darüber, wie es da inzwischen aussieht. Ein Traum inzwischen. Fischdurchgängigkeit das ganze Jahr. Ist ein traumhaftes kleines Biotop entstanden. Mit einem kleinen Unterstand. Mit Totholz im Wasser. Mit Grün am Wasser, wo es vorher kein Grün gab. Wunderbar. Ein kleines Trittbrettbiotop, wie wir sagen. In die Richtung haben wir in nächster Zeit noch viel mehr vor. Aber dazu in einem anderen Video. Also Leute, Wasserstand merklich gesunken. Man sieht es ja an den Spitzen hier. Ja, so hoch stand das Wasser vorhin. Also etwa 10 cm höher. Haben hier also schon einiges abgelassen. Über die letzte vielleicht Stunde. Ja, ich denke, das Wehr da hinten wird das schon verkraften. Das ist ja nur ein kleines bisschen Meerwasser, weil sowieso ein Niedrigwasserstand. Also das wird das kleine bisschen Wasser, was hier jetzt dazugekommen ist in der letzten Stunde, einfach verkraftet haben. Wir werden natürlich sicherheitshalber nachher mal kurz gucken gehen, da auch alles in Ordnung ist. Aber erstmal heißt, den Bereich hier so zu verändern, dass es nicht ganz einfach ist, in 10 Minuten das einfach alles wieder herzustellen und sein Ziel trotzdem erreicht zu haben. Ihr seht ja schon, Wasserspiegel merklich gesunken. Das würde hier eine Stunde, zwei, vielleicht drei dauern, das wieder hochzustauen, nachdem man stundenlang das hier wieder aufgebaut hat. Wenn jetzt hier noch ein paar Steine bewegen. Ihr seht schon, da hinten strömt es gar nicht mehr drüber und es liegt wieder richtig auf Land. Also im Becken der Wasserspiegel merklich gesunken und die Tendenz wird natürlich noch weitergehen. Ihr seht schon, ne? Wasserstand vorhin
Ich zeig's nochmal. Wasserstand vorhin wirklich bis hier oben. Ja, das sind schon 20 cm, was das jetzt hier gefallen ist. Also wir haben das Becken ein bisschen abgelassen. Jeder, der das gebaut hat, sieht, er würde jetzt hier einen enormen Aufwand haben, das wieder herzustellen. Überlegt sich hoffentlich anders. Jetzt werden wir mal rübergehen. Hier in 100 Metern kommt ja ein großes Wehr. Gucken, ob da was Komisches passiert ist. Gar nicht weit. Nehme ich euch mit. Tja, da sind wir zur Kontrolle noch mal ein kleines Stück stromabwärts gegangen. Hier, volles Wehr. Viele von euch kennen das vom Spazierengehen. Ja, und da sieht man schon die Wehrmauern. Da ist noch einiges an Reserve und in dem Wissen darum, dass hier gleich danach ein Puffer ist und hier zusätzliches Wasser in der Urft, was dann ganz schnell befreit wird und einfach an mehr Wasser runterfließen kann, stromabwärts keine Schäden anrichten kann, sondern hier aufgefangen wird und hier war es überhaupt kein Problem, konnten wir das jetzt so einfach machen. Versucht euch bitte nicht selber in solchen Aktionen, ne? Da muss man im Bach schon ein bisschen erfahren sein und man kann sich schnell verletzen oder sich oder anderen in Gefahr bringen. Ruft einfach die entsprechenden Stellen an, ruft uns an, wir kümmern uns drum. Und jetzt schauen wir hier nochmal. Ach ja, wirklich tolles Wehr. Ach, da sind wir als Pächter auch ein bisschen neidisch. Aber unser Nachbar ist ein cooler Typ, lässt uns hier manchmal angeln. Freuen wir uns drüber. Ja, und man kann schon sehen, das Wasser, was jetzt von stromaufwärts gekommen ist, hat hier vielleicht den Wasserspiegel um 2 cm steigen lassen oder um 3. Und wir haben schon gewusst, da ist noch ein halber Meter Reserve. Ja, das wird hier keine Katastrophen oder Ähnliches verursachen. Ja Leute, dann geht's mal zurück zu unserer kleinen Baustelle und ich werde da letzte Hand anlegen. Werden wir das Ganze noch ein kleines bisschen besichtigen. Werden das dem Pächter auch mitteilen, was wir da gemacht haben, mit ein paar Fotos dabei, dass der weiß, was hier passiert ist. Und ja, dann hoffen wir, dass sich das nicht wiederholt. Werden in den nächsten Tagen ja auch ein paar Mal kontrollieren kommen, dass sich da auch nichts verändert hat. Und dann hoffen wir, dass die Forellen hier gut in die Laichsaison kommen, dass die Biotope intakt bleiben. Nicht nur bei uns im Revier, sondern auch hier in der Nachbargemeinde und beim Nachbarpächter. Hoffen da auf allseits gute Beziehungen. Aber jetzt werfen wir noch mal einen letzten Blick auf die Baustelle. Ja, und da sind wir zurück. Also ihr seht schon, Wasserstand merklich gesunken. Ne? Das stand hier vorhin alles unter Wasser. Und jetzt 20 cm, vielleicht sogar mehr, inzwischen schon tiefer. Na, zum Wasser ablassen reichen die Öffnungen, die wir jetzt gemacht haben. Seht ihr, da ist ja einiges an Materie noch da. Müll werden wir gleich mitnehmen. Schade, dass man sowas hier immer noch findet. Aber die Spuren der Flut, naja, wer weiß, ob es Spuren der Flut sind. So, nehmen wir gleich mit. Und dann gucken wir ja nochmal. Also wie gesagt, Becken lässt sich selber ab. Das wird noch ein Prozess sein, der ein kleines bisschen dauert. Vielleicht 2-3 Stunden. Dann hat sich das hier nivelliert einigermaßen. Das ist inzwischen ein ganz schön hoher Aufwand, das einfach so zurückzubauen. Da werden sich ein paar Leute wahrscheinlich ganz schön ärgern. Und ja, wenn die ins Wasser steigt im Herbst, hoffentlich jedenfalls, und auch ein bisschen kräftiger wird, ihr alle kennt die oft, dann wird es das hier alles einfach weghauen. Na, da wird ganz wenig von liegen bleiben. Also das können wir so lassen, denke ich. Für heute verabschiede ich mich. Bleibt wachsam. Mein Name ist Tom Bock für die Stiftung für aktives Kommunalwesen. Bleibt dran und bleibt dabei.